Herzlich willkommen zurück zum Fortnite Roleplay Prank, dem Format, in dem ich mich in random Lobbys als Kalle aus Kölle ausgebe und dabei die witzigsten Runden entstehen. Heute haben wir die wohl chaotischste Runde für euch am Start. Viel Spaß! Kalle aus Kölle, der Held von Korweiler. Hallo, 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 hallo! Rainer. Hallo, wunderschönen guten Abend! Hallo. Oh, guten Abend! Guten Abend, du Deutsch? Wie, ja, natürlich bin ich Deutsch. Du ja auch. Ich bin ein Flüchtling. Was bist du? Ein Flüchtling. Bitte, was von und von wo bist du geflüchtet? Hallo? Hallo, ach du Scheiße, jetzt sind wir hier vollkommen. Was ist denn hier für ein Stress? Alles gut, wir spielen Brawl Stars, passt. Ich hab Leon gezogen. Hallo, hallo, Brawl Stars. Ich bin von Afrika hier geschwommen. Jetzt hört mal auf, bitte den Schwung hier zu reden. Könnt ihr mir mal sagen, wie das Spiel hier geht? Das ist ein Soundboard, Junge. Was ist denn, was willst du, ein Soundboard? Also hört mal, können wir erstmal sagen, wie ich aus diesem Bus hier rauskomme, du? Du drückst Leertaste oder was spielst du überhaupt? Ich hab dir aber ein Hörnchen in der Hand. Aber wie gesagt, bist du Deutsch? Du nee, Deutsch? Er ist pakistanisch, Junge, weißt du? Ich nichts verstehe Deutsch. Englisch oder Spanisch? Ich ein Ausländer sein. Ich ein Leute, bevor ihr hier weiter mit eurem Schwung da rumlabern tut, wie überlebe ich diesen Fall denn hier auf dieses Land? Du kriegst tatsächlich einen Kleiter, aber das ist halt ein Soundboard tatsächlich. Ah, um Shenlong einzusetzen. Ja, genau, den Armschuh Linglong einsetzen. Dem Shenlong. Oh, jetzt Hilfe! Ja, jetzt ist Shenlong an. Jetzt ist aber ein Drache. Hallo, Hilfe. Ja, das ist der Shenlong. Ich nix verstehe Deutsch. Ich bin ein Flüchtling. Hör mal, mein Junge, du bist da noch deutscher als mein linken Fußnagel. Na, ich Hä? Hallo? I swam from Africa to Germany. Oh, da bist du aber sportlich. Because the guys in Africa wollen. Boah, Jungs, also wirklich, jetzt, was ihr da für einen Schmunk in Scheißdreck labert. Ey, das ist doch ein Soundboard, Digga. Das ist Carlo. Oh. Also hör mal auf, diese Anschuldigungen zu machen. Ich red doch ganz normal mit dir. Das hört man im Hintergrund. Das ist voll die Roboterstimme. Was hört man im Hintergrund? Was ist jetzt Roboter? Ich kriege gleich einen Rappler. Wo bin ich denn ein Roboter? Sag mal deine echte Stimme. Ich red doch mit meiner normalen, echten Stimme. Oh mein Gott, man hört das im Hintergrund, Digga. Was ist denn im Hintergrund bei mir? Ich hab hier kein Fernseher, nichts laufen. Was spielst du eigentlich? Ja. Ich spiele hier auf dem Laptop von meinem Sohn. Ach so. Oh, wie alt bist du? Wie alt du sein? Na Junge, also wirklich, du bist in der Schule, ja? Tust du deinen Sohn auch auf die Baumwollplantagen schicken, um Baumwolle zu bauen? Also ich hätte euch allen erst einmal empfehlen, dass ihr in der Schule aufmerksam und brav zuhören tut, ne? Mach mal! Dann macht das du schön weißt weiter. Nicht, wie alt ich bin. Du weißt nicht, wie alt ich bin. Und wie alt bist du? Ich habe einen Schnitt von 1,8. Ich bin 30. Du hörst dich an, wie frisch zur Welt gekommen, oder was? Aber der ist nicht so. Das ist safe nicht von deinem Sohn, der Account. Das ist einfach ein Soundbot. Zeig mal echt die Stimme jetzt, Sherlock Holmes, ne? Ich bin kein Sherlock Holmes. Erstens, ich bin der Schlechteste aus meiner Klasse, glaube ich. Oh, da tut man halt zu hören. Aber da musst du halt auch besser aufpassen, ne? Ich pass auf, meine Lehrer sind b***. Oh, ja klar, der schwarze Feder zum nächsten schieben, das ist immer leicht. Alter, Kinder, was ist denn mit euch los? Ja, wir haben Schaden. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist super. Soundboard kannst du mal ausmachen? Diese grausame Musik da ausmachen? Das ist ja furchtbar. Kannst du mal den Soundboard ausmachen? Den Soundboard ja, dann mach ausmachen. Du doch mal deinen Fernseher da im Hintergrund aus. Oh! Ach, also, wenn wir die Runde gewonnen haben, dann machst du deinen Soundboard gar nichts. Gar nichts. Und ich arbeite auf Baumplantagen, seid leise. Sorry, ja. Jungschen, dann geh doch erstmal schaffen, bevor du da irgendwelche wilden Theorien schaffst. Das schafft ja schon. Ich bin von Afrika hier geschwommen, sei leise jetzt. Ja, dann erzähl deine Geschichte doch mal weiter. Wie ging das dann weiter? Okay, ich erzähl halt so. Sie die Fresse, halt deine Fresse jetzt, okay? Also, dann ging es erstmal weiter. Ich war da und dann habe ich gebettelt. Ich hab auf Marktplätzen geschlafen, um so als Witzfigur zu sein, ne? Um als was? Als Witzfigur so. Ich hab Pfandflaschen gesammelt. Aber ich hab eine Pfandflaschenallergie bekommen, deswegen
konnte ich keinen Pfandflaschen mehr sammeln. Dann habe ich angefangen, Kaugummis vom Boden zu fressen. Ah, okay, das erklärt dann einiges. Das ist eine herzerweichende Geschichte. Warst du damit schon mal bei RTL? Ja, ich war bei Galileo, aber Galileo hat gesagt, du musst erst noch drei Nieren verloren haben, dann nehmen wir dich. Du musst nochmal nach Afrika zurück und wieder zurück nach Deutschland schwimmen. Ja, ja. Was haben wir denn jetzt hier für eine komische Mega-Atmung? Hilfe! Das ist eine Pressatmung. Das ist immer, wenn du kurz davor ist zu scheißen. Hör mal, mein Junge, du kannst doch nicht auf Töpfchen gehen während der Runde. Also du bist wirklich höchst unangenehm, ne? Das darfst du! Das ist mein Verwandter! Oh, guck mal da unten. Ich werde gerade abgeschoben, wieder nach Afrika. Ich muss wieder hinschwimmen. So, mach das. Ich fühle jetzt nicht so, dass ich wieder zurückschwimmen soll nach Afrika. Fühle ich jetzt nicht so. Hilfe, sind sie auch so in der Feinde? Hilfe, hier schießen. Oh, hier sind sie, die bösen Buben. Wie heißen sie denn überhaupt, ne? Erstmal die Fragen nicht klar. Kalle heiß ich. Und du, mein Junge? Kalle? Ja, Kalle. Ich heiße Fixi. Und Hartmann als Nachname. Ja, ja, wirklich. Also deine Kreativität ist ja über 9000, ne? Eine Win-Rate von 7,1%, 740 Wins, eine 1,36 KD und 8338 Kills. Eieiei. So, mein Lieber. Hast du gerade irgendwie Deutsch geredet oder was war das? Und was hast du da gerade vorgelesen? Das war ja. Dein Fortnite-Stats. Meine? Wenn dann die vom Bodo, dann ist ja schließlich denn. Nee, von meinem Sohn. Mr. Sherlock Holmes. Also als Soundboard. Dann sag wenigstens Stimmverzerrer. Aber gut, mal eine witzige Runde. Das ist Fortnite Roleplay Prank.